Hey meine kleinen Wölfe, ich bin's wieder, euer X-Blue-Wolf. Ja Leute, endlich mal mit einem neuen Part seit langem in Poke-MMO. Ja, der siebte Part glaube ich schon, den sechsten werde ich denke ich mal noch hochladen. Aber ich bin diesmal auch wieder nicht alleine, weil es ja ein Let's Play Together ist. Und der Scarablade ist auch wieder mit dabei. Yo. Ja, also im letzten Part, denke ich mal, waren wir stehen geblieben, oder ich zumindest, dass ich mich an Misty versucht habe, was dann nicht so verlaufen ist, wie ich das gerne haben wollte. Und ich auch gerade nochmal offline versucht habe, sie förmlich zu plätten, was dann aber auch nicht geklappt hat. Deswegen denke ich mal, werde ich jetzt noch ein bisschen trainieren gehen, oder ich hoffe mal, dass ich hier noch ein paar Gegner habe. Ja, hier habe ich noch einen. Ja, aber das soll auch jetzt so groß nicht das Thema sein, sondern ich habe mir jetzt heute Morgen das Vlog-Video von dem guten Scarablade mal angeguckt. Und da habe ich so das ein oder andere entnehmen können, dass halt er vorgeschlagen hat, BL Stars vielleicht sogar zu beenden, wo ich ihm dann schon vornherein gesagt habe, dass mir das nicht so ganz gefällt. Und dass wir das vielleicht noch irgendwie anders regeln und, ganz kurz noch zur Intervention, ich habe gerade noch mal meinen Sound eingepickt und wir haben wieder Kampfmusik, Leute, auf dem neuen PC. Ich freue mich ein zweites Loch in Arsch, das ist unfassbar. Ja, das ist schön. Dass man sich über sowas freuen muss. Nee, aber... Ach scheiße, die tun ja immer noch hier anfangen zu ratzen, wo ich das letzte Mal hier so Mods ausgerastet bin. Ja. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall, habe ich dann mit Tobi mich dann nochmal zusammengesetzt und habe dann gesagt, lass uns das Projekt doch lieber nicht beenden und dafür vielleicht das Projekt, also wir sind dann auf eine Einigung gekommen, dass wir das Projekt auf den September verschieben und die jetzigen Projekte, die ich eigentlich geplant habe, erst nach BL Stars zu veröffentlichen, dass ich jetzt die ganzen Videos wieder hochlade, das heißt... Poke-MMO, Let's Sprite, Warframe, was ja neu dazugekommen ist. Also die ganzen Projekte werden jetzt auf jeden Fall folgen. Und werde ich auch aufnehmen. Und werde da jetzt auch keine Projekte mehr irgendwie vernachlässigen, dass ich die erst nach BL Stars aufnehme, sondern ich werde mich da jetzt dann wirklich dran setzen und die Videos dann aufnehmen. Und im September dann mit Tobi... höchstwahrscheinlich dann, also hoffen wir beide mal, das BL Stars Projekt dann irgendwie zu beenden, indem wir die restlichen Kämpfe alle machen, etc. pp. Und wie ich gerade sehe, scheint es mir so, dass mein Nidoking ja, ein bisschen zu hoch ist, habe ich das Gefühl. Mir scheint so, als wäre das Spiel immer noch so scheiß programmiert wie eh und je. Ja, mir fällt einfach auf, dass das Pokémon manchmal, da steht dann irgendwie Loofing Around oder ja, so. Dass die chillen, weil es ja so, dass die Pokémon von fremden Trainern gehorchen einem ja nur bis zu einem bestimmten Level, in dem Fall bis 20, beziehungsweise wenn man Misty besiegt hat, bis 30. Ja, also ich verstehe allgemein nicht, warum man das hier so einprogrammiert hat, weil ich glaube, man konnte sogar in der ersten Generation allgemein und in Feuerrot das, die Pokémon da ein bisschen höher haben. Nee, prinzipiell ist es bei eigenen Pokémon egal. Was ein bisschen scheiße finde, auch die Kampfmusik ist so laut und die andere Musik so leise. Ganz ehrlich, die andere will ja auch keiner hören, oder doch? Also... Nein, will keiner hören. Ich hinterlege auf jeden Fall Musik, denke ich mal. Ja, ich habe hier die Kampfmusik, die passt ja. Die Kampfmusik ist auch in Lautstärkenpegel okay, aber... Das Problem ist, wenn ich die so gelassen hätte, wie es alles andere gepasst hätte. Und da kommt Imitak, liebe Freunde. Ja, und ich hänge hier immer noch mit meinem Nidoking rum. Ja, also ich denke mal so im letzten Part, soweit ich mich noch dran erinnern kann, habe ich mich da an Misty versucht, was nicht wirklich so stark verlaufen ist, wie ich das gerne haben wollte. Und ich zu Tobi dann auch erstmal gesagt habe, diesen Part nicht hochzuladen, weil der wirklich recht ja, peinlich war für mich in meinen Augen. Ich bin auch geraged ohne Ende, also. Und wegen diesem Loofing Around ja, in meinen Augen Bug. Also das war wirklich, es ist so. Ja, das war wirklich schon ziemlich scheiße und ich hoffe mal, dass ich den Part noch irgendwie hochgeladen kriege, weil der noch auf dem alten PC ist von mir und ja.
ich dann da erstmal gucken muss, dass ich das irgendwie auf den neuen PC übertragen bekomme. Das wird aber, denke ich mal, kein Problem sein. Dann muss ich es noch rendern, etc. Und, oder es ist schon gerendert, ich weiß es nicht, aber ja, dann denke ich mal, schon wieder ist Loofing Around, Leute. Das ist ekelhaft, gell? Ich liebe es immer, wenn das gleich im Misty-Kampf passiert, Alter. Aber Ding, Ibitaktik hat macht bis jetzt einen erstaunlich guten Job, aber ich glaube, sobald er über 20 drüber geht, wird dann auch auf, wird dann auch anfangen rumzupöbeln hier. Ich meine allgemein, ich kann mal kurz im Inventar gucken, ob ich nicht irgendwie doch vielleicht ein paar TMs habe. Raw habe ich, Rock Tomb habe ich, Bullet Seed, wenn ich not able, schade. Aber Rock Tomb, able. Okay, Rock Tomb könnte ich vielleicht benutzen, um vielleicht ein bisschen Schaden an den Gegnern zu machen. Oh, und ein Crit, jawohl, ja, schön. Poison Sting Power 15, das ist ein bisschen peinlich jetzt. ja, Rock Tomb erstmal jetzt erlernen lassen gegen... Was war es jetzt? Gegen Poison Sting, also gegen irgendwie Giftzahn oder so, oder was es war. Alter, hoffen, vor allem, dass wie viele Trainer hier am Rumpfletzen sind. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen wieder umgewöhnen, weil ich habe gerade eben eine riesige Session bei 2 gemacht. Und jetzt muss ich hier mich wieder umgewöhnen, nicht ganz so gründlich zu sein, dass da nicht jeden Trainer anquatscht, weil ich sie sowieso nicht vorlesen kann. Ja. Ist ein bisschen komisch, wenn ich deinen Zuschauern das vorlese, was bei mir steht. Ja, ich meine, es ist ja jetzt nicht so schlimm, aber... Und dann noch mit einem grandiosen Englisch und richtig geilen Übersetzungen. Ja, immer doch. Nee, aber ich bin wirklich gerade ziemlich froh, dass wir das Projekt jetzt mal endlich weiterführen hier, weil das wurde doch mal langsam Zeit. Und ich denke auch mal, dass wir das entweder jedes Wochenende uploaden oder vielleicht sogar in der Woche noch einmal. Weil das Projekt an sich hat mir wirklich richtig oder macht mir richtig Spaß. Und ja, hoffe dann auch mal, dass wir das irgendwie weiterführen. Aber erst nach die Games kommt dann so regelmäßig, weil ich habe bis dahin noch einen Uploadplan voll und möchte erstmal chillen. Oder ich kann ja auch 2 Videos am Tag raushauen, wenn Pokémon OS 2. sein sollte. Also mein Gott. Ja. Also das ist... Ah, ich sehe dich ja gerade unten laufen, du ja, Halunke. Ich bin fertig. ich habe fertig sozusagen, weiß. Ja, ich muss hier noch mich jetzt an den ganzen Trainern beweisen. Jetzt wird Misty hart gebasht, aber geh einfach ihre Vortrainerin da machen. Ist Loofing Around, das gefällt mir wieder gar nicht hier. Pokémon wechsle ich mal auf meinen Charmeleon. Wir sind schon wieder bei Texo. Ah ne, warte mal. Wie lange sind wir bei dir in der Aufnahme schon wieder? Oh, das weiß ich nicht. Achso, du hast Fullscreen, okay. Mhm. So. Ich mach für einen Scratch. Ist Loofing Around, Leute. Ich finde es so lächerlich gerade, wirklich. Ich find's auch lächerlich. Also das ist wirklich so eine Sache, die mir... Ist Loofing Around... das ist wirklich nervig. Und wenn das... Also ich glaube nicht, dass das bei den Arena-Leitern so ist. Das finde ich auch gut so. Aber allgemein... Das ist einfach nervig, weil ja, so kommt man einfach nicht voran und das ist immer scheiße. Ich muss sagen, was macht Ibitak? Der ist ja gerade richtig in Hochform, der hat noch nicht einmal rumgelooft, obwohl er über die 20 mittlerweile drüber ist. kaum sage ich es halt die Fresse einfach. Ember. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ist, okay, das ist am Anfang doch ein Wasserpoke. Ich dachte, das wäre Wasserpsyche oder so. Oder? Ist Fleckmon am Anfang Wasserpsycho, ja, ne? Ja, aber ich glaube, nach der dritten Arena sollten wir dann nicht sorgenlos sein, weil bis Level 40 kommen wir nicht bis zur vierten und bis Level 50 kommt mal... Oh shit. Also ich meine allgemein, wenn ich Misty gebasht habe, denke ich mal, habe ich das größte Problem, zumindest in meinen Augen. Ah, 30. Außer Füße, weil... 30 kannst du noch... Ja, 30 kannst du drüber schreiten, weil wenn sie dann dauernd gegen Arenaleiter nichts machen, das ist halt auch ein bisschen doof. Ja, ich hoffe mal, dass ich den Arena-Kampf gegen Misty dann in diesen Part vielleicht noch reinbekomme. Ich versuche mich auf jeden Fall mit den Leveln zu beeilen, sodass wir dann vielleicht noch in den letzten Minuten Misty in Anführungszeichen bashen können, was ich mal nicht glaube, weil die ist wirklich, ja. Jawohl, ja, schöne Herausforderung auf PO bekommen in der Aufnahme, episch. Erstmal schön PO schließen. Ja, solange ich nicht in Anruf in Skype komme, dann das Splatoon-Team da reinfliegt. Nein, es hat Aquavelle, Alter, scheiße, rasch dich so aus, Goldini.
Ja, das ist, du musst auch übrigens vor dem Starmie aufpassen, ne? Ja, ja, dafür habe ich Biss von Shilok, das Resist ist gut. Ja, du hast Glück, dass du einen Poke hast, was eine Unlichtattacke hat. Ich habe kein Pokémon mit einer Käferattacke oder sonst was. Oder mit einer Biss oder allgemein mit einer Unlichtattacke. Du hast aber nur eine gute Käferattacke in Generation 3. Ja, aber das Problem ist bei mir, ich muss dann immer mit Rock Tomb angreifen und muss versuchen, dass das Ding schon, also das Sterndu in der ersten Runde schon switcht, dass ich mit Fokus Energie mich ein bisschen boosten kann, sodass ich dann schön mit dem Rock Tomb drauf kann. Weil so, der macht wirklich schon so einiges an Schaden und jetzt dadurch, dass der gegen Misty. Also ich glaube, das sollten wir auch, denke ich mal, schaffen mit Rock Tomb, weil das macht wirklich ein Heiden-Damage. Also ich will nicht wissen, wie viel Schaden das dann macht, ist Moving Around, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich bin mal gespannt, ob die gegen Arenenleiter auch rumlaufen hier wieder. Na, sie holt direkt zurück. Was, du hoffst, dass sie rumlaufen gegen die Arenaleiter? Nein, ich hoff's mal nicht, nur dann hast du mich gerade unterbrochen. Oh shit, das outspeedet mein Ibitak, das ist gar nicht gut. Ja, deswegen sag ich, ich habe auch noch ein paar super Tränke dabei für den Notfall. Jo, das macht 30 Schaden da. Komm, Turbo-Dreh, überlebe ich doch. Ah, leck mich doch. Und jetzt weißt du, was mir so widerfährt mit zwei Pokémon, die schwach gegen Wasser sind. Also sehr anfällig gegen Wasserattacken sind. Alter, wie viel Schaden macht denn dieser scheiß Turbodreher? Ah, Crit mit Biss, sehr schön. Down. So, also Shilok sollte es jetzt schaffen, sonst. Ich hoff's mal, dass ich das jetzt gleich packe, du. Alter, also, ich werd von Level 18 das Sterndu outspeedet und gecrittet. Und unverwirrt. Ja. Geil. Das ist, das ist nicht gerade toll. So, ich geh switchen Pokémon. Erstmal, ich muss mein Chameleon. Opfer reinbringen hier, mein Ratata. Also allgemein Magnitude, super effektiv, das denke ich mal sollte nicht. Oh, das macht nicht gerade viel. Allgemein denke ich mal, also jetzt gerade läuft es ziemlich gut, also die Lufen nicht around. Ich weiß nicht, wie man das gerade anders ausdrücken soll. Alter, dass es schneller ist, finde ich abartig heftig. So. Also, komm, es luf hier noch ein bisschen rum. Hast du noch ein paar Runden? Ich habe hoffentlich noch ein paar Supertränke, sonst bin ich ein bisschen aggro. Nidoking erreicht Level 24. Geowned. Mit Chomp. Gut, da gehe ich für den Ember. Loofing around. Ach, ich liebe es, Leute. Ist nicht geil. Da kommt ein Karate-Chomp. Denn nix wieder Loofing around, ey, Leute. Komm, jetzt kommt der Crit, dann ist Chameleon auch tot. Ich gehe das Risiko aber nicht ein und gehe mal für einen Supertrank hier. Boah, geil, Misty besiegt episch. Echt jetzt? Ach, du hast es gut, Alter. Du kannst so froh sein. Also, ohne Witz. Shilok wollt die richtig hart. Ja, aber das Problem ist bei mir halt einfach, ich habe zwei Pokémon, die so scheiße anfällig sind auf das Vieh. Ich meine, das Ding wechselt aus, du denkst dir so nichts Böses, gehst halt auf eine Fokusenergie und hoffst halt, dass du mit, also ich habe immer gehofft, dass ich dann mit Poison Sting irgendwie das Ding, keine Ahnung, vergifte oder so, aber daraus wurde dann nichts. So, ich denke mal, jetzt kann ich mein Nidoking erstmal so lassen, wie es ist. Ich meine, es ist 24, jetzt soll ja, ich eigentlich. Ja, was soll ich jetzt machen, nachdem ich hier die Arena besiegt gemacht habe? Ich denke mal, du kannst schon weitergehen. Richtung, ja, wohin denn? Das ist ja die gute Frage. Ich glaube, jetzt kommt entweder der dritte Orden, den ja, du ja, als kommt erstes schon, aber ich muss erstmal aus Azuria raus. Ja, ja, du musst jetzt, da wo dieser Polizist stand vor diesem Haus, ja, der steht da immer noch, das Problem. Den musst, echt? Okay. Den musst du, glaube ich, ansprechen, soweit ich weiß. Ja, den habe ich schon angesprochen. Und der geht nicht weg, oder wie? Lol, echt jetzt? Ah, wenn es wieder ein Bug ist, dann gehe ich gerade ohne Scheiß. Ich spreche so. Nochmal mit Misty. Oh, Moment. So, da wurde er gerade wieder gestört in der Aufnahme. Das ist ja immer. Ja, das Problem ist, ich habe nur zum Spaß geklopft, ey. Ach so. Ja, einfach zum Spaß mal, damit ich
Ja, die kriegt nachher, es gibt eine Standpauke, Leute. Das könnt ihr wissen. Ey, und jetzt hier, was soll das für ein Scheiß? Dieses Pokémon ist nur um Scheiß rumbacken, ohne Witz. Es macht keinen Spaß, wenn das Spiel irgendwie nur meint, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ach Leute, please. Also, Charmeleon ist öfters am Rumchillen, als wie mein Nidoking. Leute, das ist doch nicht normal. Ich glaube, ich ziehe den... Ja, schon wieder Loofing around, ey. Ich könnte gleich echt... Jetzt muss ich mal gucken, wie es hier weitergeht. Genau, und dieses Sound-Ding. Ich mache es mal ein bisschen... Mache ich mal Sound ein bisschen lauter, wie das scheißegal ist, ins Bild reinfliegt gleich. Ganz ehrlich. So. Maus aber raus trotzdem. Ja gut, was kann man noch machen? Ich könnte mal hier hingehen, noch mit ein paar Leuten der Zuria reden, in der Hoffnung, dass da vielleicht... Vielleicht muss es zu dem Rad-Typ noch gehen. Also ich weiß auch gerade nicht, was man dagegen machen kann. Ich denke mal, ich werde den Kampf jetzt von Misty auch mal langsam anfangen. Ich denke mal, mit Level 24 und Level 25er... 24er Nidoking, 25er Charmeleon, sollte ich das eigentlich, denke ich mal, hinbekommen. Hoffe ich mal. ich bin mal gespannt. Also ich denke mal, ein, zweimal sollte ich den Kampf eigentlich noch in der Zeit hier reinbekommen. Ja lol, jetzt hat er echt mich verarscht, ne, gerade. So, erstmal heilen die Pokes. Ich hab sie einfach mal alle angesprochen. So, Dille. Bist du schon bei Bill gewesen? War ich da schon drin? Nee, ich glaub nicht. Dann gehen wir zu Bill. Achso, stimmt, ja. So, Leute, jetzt geht's wirklich, jetzt geht's uns an den Kragen, denke ich mal. Oder es geht Misty an den Kragen, also... Let's go, Arena-Leiter Misty. Alle sind drei Typen gerade in Reihe und kämpfen. Leader Misty would like to battle. So, bin ich mal gespannt, ob die Olle jetzt kassiert oder nicht. Geh für die Fokusenergie. Da ruft sie auch schon ihr Sterndu zurück. Das, was ich mir erhofft habe, geht in ihr Starmie. Mein Nidoking used Focus Energy. Oh ja, jetzt wird's wirklich heftig. Rocktomb ist loofing around. Ach, ich liebe es doch. Hat sie dich outspeedet oder nicht? Nee, es hat mich nicht outspeedet, nur ich hab wieder... Ist loofing around. Ist wieder loofing around. Ja, super, Leute. Das war's. Erster Kampf, denke ich mal, verkackt. Weil das Nidoking zweimal meinen müsste, sich die Eier wund zu chillen. Ja, jetzt bin ich natürlich in mein Glutexo reingegangen. Das, was soll ich auch anderes machen, ne? Krieg wieder einen Waterpuls ins Gesicht. Das ist, was ich meine, was mich so tierisch nervt an diesem Spiel. Es ist einfach mega... Scheiße, wenn du hier die ganze Zeit... Es kann es nicht sein, dass du mit zwei Pokémon, die fünf Level, vier bis fünf Level über einem Starmie sind, wie willst du das bitte schaffen? Ich verstehe den Sinn hinter dem ganzen Programmieren nicht. Ich meine, wenn du... du verkackst selbst schon mit hohen Pokémon, die wirklich vier, fünf Level über dem Starmie sind. Wie willst du es dann bitte mit einem Glutexo, sagen wir mal, Level 18 schaffen? Und das Ding ist Level 20, damit es nicht, damit es, weißt, was ich meine? Ja. Ich verstehe das nicht. Ich meine, du kannst dir doch jetzt nicht irgendwelche anderen Pokémon fangen, die du wieder Stunden hochziehst. Ich meine, wie lange sollen das bitte werden mit den Parts? Ich kann doch jetzt nicht vier, fünf Parts da nur an Misty hängen. Dann musst du es irgendwie offline machen oder so. Weil das will ich den Leuten hier echt nicht antun, Mann. Das ist, so, ruft wieder ihr Sterndu zurück. Es ist ja... Geht wieder in Starmie, Focus Energy. So, jetzt hoffe ich mal, dass das trifft und dann auch einen Crit landet mit Rocktomb. Jetzt ist es komischerweise schneller als ich. Ich verstehe es gerade nicht. Okay. Rocktomb, so, wie viel Schaden macht es? Oh ja, es misst die Attacke, Leute. Es kommt immer besser. Es kommt immer besser. Erste Runde, chillt. Zweite Runde, Mist. Klar, wieso nicht? Ich könnte wieder rasten. Das ist wie im letzten Part. Weil das dieser Sound hier überhaupt nicht nervig, mal. Also Alter. Misty ist eindeutig einer mit der behindertsten Arena-Leiterinnen, die ich kenne. Ganz ehrlich. Ich glaube, du kannst sogar weitergehen, ohne sie zu besiegen. Soweit ich weiß. Glaube ich aber nicht. Doch, ich glaube, das geht. Ich meine, ich habe es damals beim Feuerrot-Run mit Glurak auch gemacht. Also nicht ausschließlich Glurak, aber...
Das ist wirklich nervig, weil du sitzt hier die ganze... du hast nichts außer einen Level 24er Nidoking, Level 25er Glutexo und Level 7er Carpador. Ich meine, wie willst du das bitte schaffen, wenn die entweder anfangen rumzuchillen oder die Attacken missen? Das kann's doch nicht sein. Das ist jetzt schon der dritte Versuch in einer Folge. Das ist viel zu behindert. Ach, ich meine, einfach von so einem schönen Pokémon, von so einem schönen Pokémon-Spiel wie Pokémon Weiß 2 direkt, dass sowas hier kommt. Wo ich mir nur am Aufregen bin. Also ich glaube, die letzten zwei Parts, der letzte Part und dieser Part, das ist nur reines Gerage, weil du kannst dagegen einfach nichts machen. Entweder missen die Viecher oder sie treffen nicht. Warte mal, das war gerade Tautologie. Ja. Also entweder sie missen oder... Ja, jetzt kommt der Critical Hit von Waterpulse, der knockt mich... Loofing around. Dritte Runde, Leute. Ich liebe es. Ich könnte wirklich... Ich könnte wieder was in den PC schmeißen. Das ist unglaublich. Jetzt kommt jeder Team in seinen Pflanzen, kriegt es noch. Ja, schöner lauter Sound wieder, was macht nichts. Selbst keine Lust umzustellen, aber ich lieber eine laute Kampfmusik als eine leise Restmusik. Also ich weiß nicht, ob Rettern Kugelsaat lernen kann, aber wenn es Kugelsaat lernen könnte, dann würde ich mir sofort einen Rettern machen, das auf Level 20 ziehen und würde dem Ding Kugelsaat beibringen. Und dann würde ich dem Starmie so dick eine Kugelsaat reindrücken, dass es sitzt, Mann. Da weil das kannst. Da kommt so ein Psychic nachher. Ja, das glaube ich auch. Weil nein, das hat nur Turbo-Dreher noch. Das ist wirklich... Vierter Versuch jetzt. Ich denke mal, ich mache danach noch einen. Sollte ich das dann jetzt hoffentlich mal gewinnen. Und dann werde ich den Part, denke ich mal, auch beenden, weil ich möchte euch dann... Oder werde noch ein paar Kämpfe bestreiten, je nachdem, wie viele Minuten wir gerade haben. Ich glaube, also wir sind bei knapp 20, würde ich mal schätzen. Ja, dann denke ich mal, werde ich jetzt hier noch den Kampf, noch einen Kampf. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, bis 25 oder so... noch ein paar Kämpfe dann oben machen auf der Route. Ich weiß dann gleich mal mein nächstes Team-Member, glaube ich, fangen die dann erstmal... Ich meine, das gibt's auf der Route. Boah, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Was mir halt immer auffällt, bei Fokusenergie, da ist er komischerweise, da trifft er komischerweise. Aber wenn es hier auf Rocktomb übergeht, dann Loofing Around, Became Confused, sauber. Nidoking ist confused. Kommst du durch die Confusion? Nein, natürlich nicht. Ich habe mal wieder das Luck auf meiner Seite, Leute. Ich glaube, den einen wollte ich tatsächlich... Ach, ich... Ich fange einfach das Pokémon, was ich denke, was reinkommt. Warte mal, wer war das denn noch? Boah, ich hatte meine Teamplanung, die war richtig episch. Ich glaube echt, die beiden Pokémon, die ich noch im Kopf habe, kommen noch rein oder die würden noch gut passen. Ja, doch, doch, doch. Ich weiß gar nicht, ob du mir das, ob du mir dein Starter-Pokémon tauschen könntest, dein Shillock. Ja, das könnte ich, glaube ich, vielleicht sogar machen. Für den Kampf jetzt, dass ich dann vielleicht durch schnell mit Shillock irgendwie durchrennen oder so, weil das ist mir auf Dauer jetzt gerade wirklich ein bisschen zu blöd. Bin ich ehrlich. Ich möchte den, meinen Zuschauern jetzt hier das wirklich nicht antun, dass ich hier stundenlang an diesem Rammeltrainer bin hier, wirklich. Wo bist denn du gerade? Ich bin auf dem Weg nach Orania. Oh, also doch ein bisschen weiter schon. Ah, das ist blöd jetzt. Ja, versuche ich noch einmal jetzt den Kampf, dann machen wir das vielleicht mal offline oder so, dass wir das schnell... Oh. Dass wir das dann irgendwie traden, dass ich dann im nächsten Part dann die Misty besiegt habe dann. Weil das ist wirklich, scheiße. Das ist jetzt schon mein sechster oder vierter oder, nee, mein fünfter Versuch, denke ich mal, schon in Folge. Und ich krieg es einfach nicht gebacken mit diesen Pokes. Missy wegzurammeln. Das ist wirklich nervig. Ach stimmt, ich krieg ja bald. Oh, in Orania gibt's ein schönes Item für mich. Oh, jetzt bei Focus Energy ist jetzt das erste Mal Rocktomb. Ich bin schneller, treffe und es macht einiges an Schaden. Alter Vater. Also da, ja, Critical Hit, wieso auch nicht? Ich meine, ich habe auch nichts anderes erwartet. Rocktomb, der Crit hätte mir vielleicht doch mal gut getan, denke ich mal. Swift, das denke ich mal, ist dann Turbodreher oder so. Ja. So, Charmeleon, denke ich mal. Swift ist ja eigentlich nicht Turbodreher, ist ja Rapid Spin, oder? Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Swift ist, denke ich mal, was anderes, ist, glaube ich.
Was ist eigentlich die Attacke Rage? Das ist, glaube ich, Raserei, ne? Oder? Ja, Rage ist Raserei. Ja? Raserei. Da gehe ich mal für Rage. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht, aber wenig. Scheiße. Oh, ich glaube, pro Runde wird es stärker. Ne, wenn du getroffen wirst, steigt dein Angriff, soweit ich weiß. Rage is building. Ah, stand da gerade. Also, denke ich mal jetzt, wenn ich nochmal mit... Ist loofing around. Ach, ich liebe es, Leute. Ich liebe es. Please. Ich liebe es. Es ist so toll. Es gibt nichts Besseres als in einem Poke-MMO-Part an einer... Ich will es gar nicht aussprechen, aber wirklich stundenlang festzusitzen. Das ist, ja. Also man merkt schon, ich bin gerade ein bisschen pisst. Kann man aber, denke ich mal, auch verstehen, wenn man die ganze Zeit am selben Trainer und immer wieder am selben Trainer hängt und diese Rammelpokes einfach nicht, es einfach nicht gebacken kriegen, irgendwas mal zu treffen. Ich meine, wenn ich allgemein Focus Energy treffen würde, was eigentlich so gut wie immer trifft, plus danach noch einen Rock Tomb treffen würde und den Crit bekommen würde, ich denke, das Vieh wäre halb tot, weil ich mache 3/4 Schaden mit einem Rock Tomb ohne Crit. Und das ist schon wirklich einiges an Damage. Und wenn ich da einen Crit kriege, das macht dann wahrscheinlich mehr als die Hälfte. Das wäre wirklich nicht schlecht. So, please not... Ja, loofing around, es war klar. Rock Tomb, ich bin natürlich wieder langsamer als das Kackvieh. Became confused, wie soll es auch anders sein? Jetzt entweder treffe ich mich selber oder loofing around. Oh nee. Okay, 3/4 kann ich dann wohl nicht sagen. Ist dann eher wohl 1/4, denke ich mal. Confused. Loofing around, das war klar. So einen mache ich noch und dann denke ich mal, beende ich den Part, weil dann habe ich auch, denke ich mal, wirklich keine Lust mehr. Das ist mir gerade wirklich zu blöd hier. Ist confused, ja. Das entweder trifft sich selber oder es misst den Rock Tomb. Oh nee, okay. Trifft also doch den Rock Tomb. Weil, wenn ich mal wirklich Luck hätte, ja, und mit Focus Energy und danach mit Rock Tomb treffen würde, ja, ist loofing around, sauber. So, Water Pulse trifft mich jetzt hart. Loofing around again, pff, wen juckt's? Also ich denke mal, dazu muss ich auch nichts mehr sagen. Da gehe ich dann einfach gleich ins nächstgelegene Bierzelt, da habe ich mehr von. So, also, ich würde sagen, wir beenden Part mal an der Stelle, oder? Ja, einmal versuche ich, denke ich, jetzt noch den Arena-Leiter und dann... Ja, aber ich beende schon, weil du kannst ja nochmal probieren. Ich bin nämlich hier gerade relativ gut so im Ding drin, dann kann die nächste Part hier dann an der Stelle weitermachen. Also ja. Dann in dem Sinne, ich verabschiede auch schon mal Leute bei Marcel, habt noch viel Spaß mit dem Kampf, genießt, holt euch ein Bier und ja, in dem Sinne dann... Ja, ich würde sagen, du kannst ja danach irgendwie noch kurz muten oder so, in der Zeit, wie ich die Aufnahme mache. Jo, tschaußen.